Die folgende Sendung Geisterjäger wird Ihnen präsentiert von Kreis Industries, neuem Wo würde Jesus sitzen? Sitzkissen für lange christliche Busfahrten. Wow, endlich keine Schmerzen mehr auf einer langen christlichen Busfahrt mit dem neuen Wo würde Jesus sitzen? Sitzkissen. Denn ich habe sehr viele Herrenmoiden. Ja, Pater Johnson hat gesagt, ich leide unter Herrenmoiden. Was auch immer das sein soll, kein Mediziner kennt sich damit aus. Aber jetzt, dank dem Kringel von Jesus, kann ich angenehm sitzen bei der Busfahrt. Hui, jetzt kann es auch gerne mal wieder holprig werden. Wow. Wow. Alter. Holprige, was sind denn Herrenmoiden? Herrenmoriden, also. Das weiß ich nicht. Ich hatte auch mal Herrenmoriden, das war schlimm, ne? Da kannst du nicht mehr sitzen. Ja, aber Timmy meint, kein Mediziner würde wissen, was das wäre. Und Pater Johnson hat das einfach mal so in den Raum gestellt. Hat das einfach so gesagt. Ja, aber Pater Johnson ist ja auch leitender Kirchenmediziner. Das muss man halt einfach auch mal sagen. Ja, ja, keiner kennt sich so gut aus mit Herrenmoriden. mit Ringmuskeln. Er ist der Mann fürs Muskeln. Ja, er ist der Mann für fürs den Muskeln. Muskel. War auch neulich auf so einem Ringmuskel-Wrestling-Turnier. Auf so einem MMGY-Turnier? Oh, hier duscht jemand. Hier duscht jemand? Muss Fragen stellen. Duscht du gern? Oh. Oh ja, ich hab hier was für die Puppe. Er will die Nadel direkt in seinen Puppenkopf. Er schleudert die Puppe weg und oh, wie? Er hat die richtig weggekickt gehabt. Er wirft Puppe. Alter, ein 4-1er. Und hat einen Totenschädel gekritzelt. 4-1er, 3-0er. Keine Ahnung. Ja, und ein Schädelech. 4-1er, 3-0er. Er war vor mir, aber ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Na, aber warte Geist mal, ist, Krickelein oder? Nee, was haben wir jetzt? Voodoo-Puppe sagt. Totenschädel und werfende Puppe. Werfende Puppe, Totenschädel im Notizblock. Der Geist ist Modell Osteuropa, Baujahr 56, küsst kein Auer. Wenn das EMF jetzt wirklich 3 ist, dann wäre es eine Kushisake-Oma. So eine Massage, aber so eine Massage 90 Granny. Jahre alte Massage-Granny. Die massiert was gar nicht mehr, denn? Die Hände streifen nur so locker über den Körper, weil sie selber keine Kraft mehr hat. Hinterlässt keine Fußspuren. Mal als Thermometer nehmen. Eine Kussi-Schako. Kussi-Backe-Oma, Alter. Eine Kussi-Backe-Oma. Ein Au-Backe. Ich müsste mir uns auch mal so Geister-Enzyklopädien durchlesen, um halt auch zu verstehen, was sie so für Eigenschaften haben. Zum Beispiel machen Kussisakos vielleicht ganz gerne Lichtschalter oder sowas, weißt du? Ja, hier ist auch überall Wasser an, weißt du das? Nee, das macht die Oma natürlich, weil sie macht Haushalt, aber nichts Kussi auf Aua. Ja, und wer viele Falten zum Waschen hat? Hä? Ach, nein. Sie kommen. Oh, sie hat die Ausgangstür versperrt. Ja. Ich hab halt nichts. Aber sie kommt nicht. Sie ist nur angetäuscht. Sie wollte, glaube ich, zu mir und dann bin ich schnell geflohen. Ja, ah, sie macht einen Bussisako. Sie hat einen Bussisako gegeben. Bussisake. Sie hat mir einen Bussi auf den Sakko gegeben. Schön Eichelkisser, ne? Ich habe hier einen Traumfänger. Haben wir einen Namen? Nee, habe ich auch noch nicht gesehen. Was aber ist... die Oma ist aktiv. Ich habe eine Maske gefunden. Was ist das für ein großes Haus, gell? Das ist... Ja, das ist so ein Mehrfamilien-Ostblock-Ding. Ein Teppich an der Wand? Klar, macht man so. Boah, die hat mich hier oben einge... Alle Türen sind zu, ja. Wow, Kushisake! Ja, wenn das Haushaltsgeld wieder gekürzt wird, dann dreht die durch. Ich krieg keine Partikel. Umgekippte Badewanne. Ist
nun? Ich habe Maske, Schädel und Traumfänger schon mal gefunden. Guck mal, hier oben hat irgendjemand so einen Dämon hingekritzelt. Alter, der sitzt da mit seinem Schwengel auf dem Müllbeutel irgendwie. Ja, klassischer Müllschwengelbeutler. Ist in einigen Regionen der Welt verboten, ne? Lila, aber ich weiß nicht, ob das... Ja doch, wieder reinpasst in die Kushisake-Onna. Enna muss auch Kushi bekomme. Er muss ja Kushi auf die Sake geben. Gibt's deiner Oma noch einen Kushi auf ihren dicken Sake? Den alten Sakebeutel. Großmutter. Die mag ah, jo, die Großmutter. Großmutter auf den Sake kischt, hä? Ja, oh, ich gestern mal Großmutter auf den Sake kischt. Du eklige, du. Wo ist eigentlich hier der Knochen oder Wein? Den habe ich in der Tasche. Ih, was war das denn? Eben ist gerade voll die Motte hier weggeflogen. Ah, ich habe die Uhr gefunden. Jetzt fehlt nur noch die Rose. Nur noch das Röslein. Die hinterlässt aber auch keine Partikel. Nee, die ist sehr partikelarm, weil da ist nicht mehr viel dran an der. In dem Alter verliert man keine Partikel mehr. Nee, die, da hältst du jeden Partikel an dir, der noch irgendwie wertvoll sein könnte. In dem hohen, fortgeschrittenen Alter. Aber Namen siehst du normalerweise auch schon voll aus guter Entfernung mit den Lampen, aber... Ja, normalerweise schon, aber der ist vielleicht irgendwo total hidden... Hidden G-mäßig. Oh nein! Sie macht auch hier ganz gerne den Wisconsin Boogeyman. Bist du tot? Ja, ich bin tot. 725 war aber der Wert. Wo ist denn der Rundfunkempfänger? Liegt unten im Flur. Alt, gequält. Ich gibt aber auch fiese Bussis, die Alte, ne? Ich mach hier Breakdance-Move, Alter. Capoeira liege ich im Flur. Cocoeira? Ich mach Cocoeira im Flur. Guck mal, so eine Oma kann ja eigentlich nur eine... Soll ich mal raten? Was haben wir denn für einen Namen? Elizabeth Burton, Angela White... Ja, du kannst nur einmal raten, ne? Oder? Nee, dreimal, glaube ich, oder so. Marilyn... Das war falsch. Auf Mittel nur zweimal, dann bist du am Arsch, dann ist es weg. Wenn du zwei falsch hast, Ende. Ist natürlich nicht so geil. Wenn wir auf Mittel spielen, so, ich weiß ja nicht, was wir für einen Modus drin haben. Mittelschwarz. Mittelbraun. Oh, Knurren. Aber diesmal ist 100%. Also richtig. Kommt jetzt. Ja, das ist Knurren. Okay, es ist ein Knurren. Das ist gequält. Jetzt ist halt nur die Frage, wie heißt die Alte? Ist sie Senior oder alt? Soll ich mal einfach Senior raten? Ein Ding haben wir ja. Ne, einen haben wir schon falsch. Nein, wir haben noch keinen falsch. Achso, hast du noch nicht geraten. Ja. Ist falsch. Ist halt die Frage. Gibt's überhaupt den Jungen hier, die... Kushisakos? Wenn wir den Namen finden, dann wär's... Chaotisch, da könnte man auch mal chaotisch identifizieren. Oh, sie duscht. Sie macht ein Duschenhuschen. Macht man doch in dem Alter auch eigentlich, aber gar nicht mehr. Nee, weil das ist eine Soppe eigentlich. Soppe machen. Irgendwas sickert von oben durch. Die sickert auch ein bisschen, die Alte.
Wo bist denn du? Immer noch am Seelenjagen? Ich bin jetzt gerade wieder belebt und hab mir erstmal Pillen geholt. So halt immer noch das Röslein. Das Röslein. Was brauchen wir denn jetzt noch? Ja, den Namen. Den Namen, ja, aber ich weiß nicht, wo der ist. Das wäre dann eine Kushisake. Das ist eine Kushisake. Ich hab die Rose gefunden. Und wir haben alle Gegenstände. Knurren. Ja, wir brauchen das scheiß Brett, ne? Ja. Wobei, es gibt ja nur noch, es ist nur zwischen Senior und Alt. Ja, dann muss es alt sein. Also wenn wir alles andere richtig haben, dann... Ja gut, YOLO. Es könnte auch keine Interaktion sein. Was ist es dann? Ne, warte, bei keine. Warte, bei bewegt sich in eine andere Ecke, ist es Senior. Bei chaotisch ist es alt. Bei keine Interaktion geht nicht. Ne, also alt hatte ich noch nicht. Also mache ich jetzt alt rein. Bitte sei's! Ja. Ja! Ein alter Kuschlosake. Ein alter Kuschloschinski. Die Oma Sackelkuschel. Kuschelsack. Die alte Oma Kuschelsack. Komm, Oma, du musst wieder in deinen Kuschelsack. Nein. Kolben mit Vesuv-Asche. Alter, die will irgendwie auch noch exotische Sachen. Die will einen schönen Kolben. Frühstücksfernsehen ist noch gar nicht vorbei, Oma. Ab in den Kuschelsack. Wir haben's dir gesagt. Wir haben dir gesagt, Oma, wenn du frech wirst, musst du in den Sack. Muss in den Schmusebeutel, also hopp hopp. Der Schmusebeutel. Heiliges Feuer, hast du das? Ja, und Asche. Ich habe die okay. Feuer und Asche habe ich dabei. Ich glaube, das ist Asche, was ich hier habe. Irgend so eine Cthulhu-Asche. Oh, dann brauchen wir aber den verfluchten Spiegel noch. Den habe ich vor die Tür gelegt. Ja. Da liegt er. Das müssen wir danach machen. Das muss ich erstmal blicken lassen. Weil sie braucht ihre Dosis Vesuv-Asche. Oma muss wieder mit Asche eingerieben werden. Du bist heute dran. Oh nein! Vielleicht stirbt sie damit schneller, also mach schon. Wir haben aber nicht mehr genug Asche da. Hier, raucht diese Schachtel Marlboro. Aber ich bin jetzt 11. Mit 11 war ich schon verheiratet und hatte 2 Kinder, also beschwer dich nicht. In deinem Alter war ich schon 12. Mit elf war ich schon 12. In deinem Alter war ich schon 12. Oh. Oh, sie flüstert irgendeinen Wisconsin-Kram. Da kommt sie. Alter, so ein richtiger Massage-Kobold. Hä? Das Feuer hat nicht gezählt. Wie, das Feuer hat nicht gezählt? Ich habe hier Feuer reingeschmalzt. Ach, heiliges Feuer, ich habe Feuersalz gegeben. Ja, okay, mein Fehler. Ja, gut. Ich habe Feuersalz irgendwie gelesen. Wusste ja jetzt auch das Vesuv, habe ich aus Verzweiflung, habe ich in Kolben noch gedrückt. Guck mal, da ist sie doch mit dem Gummistiefel. Nein, sie hat das Feuer abgewehrt. Muss nochmal ein Feuer kaufen. Hä, wieso? Weil die gedodged hat, die kann dodgen, die Alte. Ja, du musst schon warten, bis sie grabscht, Alter. Na. Oh, hol ich mir gleich noch so eine Schmalzflasche, so einen Kolben, so einen Kräftigen. Ich hab einen Kolben. Achso, jetzt hab ich auch einen Kolben. Ja, der wehrt ja auch ab. Ja, Kolben wehrt ab. Wo ist sie denn? Ich höre nur ihre trockene Haut. Da. Ah. Hier. Und jetzt noch einen Kolben hinterher. Die kommt ja gar nicht mehr drauf klar. Nee, es geht auch nicht. Du kannst nicht 2 machen. Ach, geht nicht 2? Früher ging das, ne? Da hat man zack, 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 das ganze Happy Meal hat man hier reingeschleudert. Komm, Schulmädchen, komm! Wo ist Oma hat wieder ein ganzes Happy Meal reingeschmissen. Kleine Schulmädchen, hast du Großmutter schön sauber geputzt? Ih, Alter, ihre Füße, hörst du das? Sie kleben ja, so. Ja, die ist richtig, ja, die ist, ja, das ist, du denkst, das ist Kleben, aber das ist eine Mischung aus Kleben und Trockenheit. Okay, sie macht Wisconsin, ich hab den Kolben. Den Reverse-Kolben, sie will zu dir. Wo ist sie denn? Oben, da kommt sie. Oh, die hat ein bisschen an dir geschleckert. Ja, Alter, die hat mir richtig ins Gesicht geschleckt. Geil. War irgendwie geil. Das Erotischste, was ich in letzter Zeit erlebt habe, gebe ich ganz ehrlich zu. Das müssen wir mit dem Spiegel, ne?
Genau. Jetzt musst du den Geist mit dem Spiegel, musst du irgendwie rufen. Gucken. Boah, da hat er mir aber erstmal eine Spiegelschelle gegeben. Aber es hat funktioniert, ne? Ja, es hat funktioniert. Danach vernichtendes Licht. Boah! Ich hab erstmal so eine Jamal-Grottenmischung ins Gesicht geworfen. Jamal-Grottenmischung? Großmutter Jamali! Großmutter Jamali? Ich hab das Licht jetzt mal hier einfach hingestellt. Boah, das hat sie gar nicht gut gefunden. Ich hab mir noch das Thermalsalz ins Gesicht geworfen. So, Salz haben wir auch. Jetzt sind wir schon beim Pentagramm. Wie sie da oben steht und rumrennt. Pentagramm, Pentagramm. Wir alle Sachen sind schon da. Schnapp dir mal. Hab ich hingelegt? Hier, irgendwo liegt noch eine Rose. Hier liegt die Rose, die nehme ich mal. Achtung, es geht los. Ich habe jetzt Schädel und Maske. Ich habe nur Rose, aber ich nehme noch. Oh. Warte, hier ist voll übel. Vorsicht. Raumfänger. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Auch nicht. Shit, ich habe nur Schädel. Schädel und Maske. Da, Schädel. Hat nach dir versucht zu kratzen. Ich habe jetzt, ne? Traumfänger und Maske. Ja. Traumfänger. Jetzt habe ich nur noch Maske. Du kannst das von übelst weit reinmachen, das hat riesen Fläche. Uhr? Uhr? Tehur. Tehur. Tehur heißt irgendwie zu vermieten, ne? Auf Holländisch. Rose? Ich habe nur diese Probleme mit dem verblödeten Schädel. Ja, die Klöppenthaler Schwengel. So, jetzt werden wir dein kurzes, hässliches Röckchen. Verbannen! Fall, Weib! Schön reingechoked. Das ist ja richtig Choke-Geld, ne? Diesmal habe ich nur 1.700 geworden. Schöne Choke-Taler. 1.700 Würgedollar. Schöne. Falsch, kleine Preziosi-Chokies habe ich da gemacht. Kleine präzise Würgemünzen. Oh Mann. So, aber wenn wir jetzt noch eine Runde. Dann. Dann machen wir nur Haus, ist die kleinste. Ja, das heißt aber nicht, dass die weniger als eine Viertelstunde bis 20 Minuten dauert. Das weiß man nie. Ja, doch, stimmt. Ich weiß das garantiert. Das weiß. Ah, ich gehe da speedy rein, pass auf. Zack, zack. Dann choke ich mit Preziosi. Schwupps. Dann gehe ich schon mal hier der Puppe suchen. Hat sie gekritzelt? Es gab ein Geräusch, aber ich sehe da nichts drauf. Woran kann man nicht denn erkennen, ob da was drauf gemalt wurde oder ja, nicht? Ja, wenn nichts drauf ist, dann ist nichts drauf. Dann musst du sie wieder in die Hand nehmen und eine neue Frage stellen. Schädel hier unten im Keller gefunden. Wo war hier nochmal das Ritual? Im Wohnzimmer, ne? Im Wohnzimmer, ja. Schädel liegt. Aber wo war wohl der Name, ne? Das werden wir nie erfahren. Ja, den habe ich auch nicht gesehen, keine Ahnung. What's your name? Geist. Also schon irgendwo eine Puppe gesehen? Also eine Zeichnung von der Puppe? Nee. Ich auch noch nicht. Ich habe die Uhr. Was war das? Spiegel. Noch keine Puppe. Der Schatten einer. Ah! War da was? Nee. Kapup. Kein Name. Da. Was hast du, Name? Ja, Cliff Klimister oder so. Nee, Killmister, was?
Cliff Kilmer Mister? Cliff Kilmister oder so. Ach, Cliff Clitmaster, ja, ja, den kennen wir doch. Cliff Clitmaster. 628. Interesting. Noch hat es sich aber hier auch nicht rumgetrieben. So, 628 Partikel. Haben wir sonst noch irgendwas? Ja, und zwar Mensch gekritzelt gerade. Okay. Menschlich gekritzelt. Ich hab nichts zur Verteidigung, sehe ich gerade. Guck mal, hier liegt die Maske. Ich hab Maske, Schädel und Uhr schon. Fällt nur noch Rose und Janerschmuck. Ist oben im Badeschmuckzimmer. Der Schmuck! Oh! Ich hab die Rose. Haben wir schon mal alle Gegenstände, müssen wir da nichts mehr suchen. 3, ah, Mist, ich wollte gerade terminieren. Wo ist er denn? Im Wohnzimmer war er. Wohnzimmer, wo das Ritual ist. 5-2. Fußabdrücke. 4-1. Fußabdrücke? Ja. 4-1-5-2, also könnte kann durchaus ein Dreier Poltergeist sein. Kann noch ein Poltergeist sein. Das ist ein Poltrio. Fußabdruck. EMF 3. Ein Poltrio. Ja, jetzt haben wir Brett. Haben wir ein Brett? Was macht das ja, Brett? Ja, das ist ein ruhiges. Durchschnittlicher Poltergeist. Ne, ein ruhiges? Dann hast du einen Senior. Achso, hab ich noch... Ne, warte, Partikel... Ne, war... Hä, wie kommst du auf Senior? Partikelzähler 500 bis 1000. Ach, 500 bis 1000, ja gut, ja, war doch 600 irgendwas. Ach so, ja, okay. Ne, der Rundfunk wäre jetzt noch gut und Voodoo-Puppe, ne? Da musst du diese Silhouette finden, ich habe die nirgendwo gefunden. Knurren! Oh ja, das ist eindeutig ein Knurren. Ja gut, aggressiv oder gequält? Soll ich mal einfach aggressiv raten? Ja. Obwohl, war er so aggressiv? Ist er so oft erschienen? Vielleicht ist das... Ja. Geil! Feuersalz. Feuersalz und danach Zauberbuch. Kaum weiß man, wie die Geräte funktionieren, einfach wieder Pros, ne? Die Urgesteine. Ja, irgendwann ist man... Das kann man auch wahnsinnig genau spielen. Ja, ne, wir müssen auch nicht die Geister und freischalten der, und so. Der Traumfänger. Weiß nicht, wo der ist. Ich hab den Bart nicht gesehen. Du hast ihn gesehen. Ich habe keinen Traumfänger gesehen. Wann habe ich denn gesagt? Ja, du hast doch gesagt, Indianerschmuck ist im Bad. Nein, er war im Bad, der Geist, als ich durch den Spiegel geguckt habe. Hä? Ich habe eben den Beutel auf ihn geworfen, ist einfach durch ihn durchgegangen. Es war definitiv Feuersalz. Warte mal so. Ich hol kurz Feuerschmalz. Feuersalz, Zauberbuch. Oh, Handy ist dabei, Zauberbuch und ein Schmalzbeckel. Aber der Lump, der zeigt sich nicht. Oh, es wird alles red. Alle Türen, Pentagramm. Wieder Blutwoche hier drin. Oh, er hat mich nicht mal reingelassen. Bei Jizz Donalds gibt's wieder Blutwoche. Oh, hier draußen ist aber auch Jizz Party. Boah, dabei ist irgendwie so eine ekelhafte Melodie von so einer Opernsängerin. Ich kann nichts sehen. Macht ihr da einen Angriff danach? Weiß ich nicht. Ich höre ihn draußen knurren. Er ist auch richtig wütend hier drin. Selbst draußen wird es auch komplett dunkel, dann schon crazy. Ja, ist schon ganz schön spooky dooky. Boah, wie lange geht denn das? Einmal im Monat. Ungefähr eine Woche.
Hört nicht auf. Jetzt. Boah, das war ein ekelhaftes Event. Wo bist du? Ich kann jetzt eh nicht viel machen gerade, weil du hast ja die meisten Sachen. Oh, hier im Badezimmer ist wieder jemand am Duschen. Du kannst den Traumfänger halt suchen. Hat Feuersalz? Hä? Er hat mich getötet, obwohl ich ein Buch hatte. Hallo? Hallo? Was ist los? Bin ich noch am Leben? Weiß ich nicht. Bist du am Leben? Ja, das war, ich habe ihm gedacht, das ganze Spiel hat sich aufgehangen. Habe ich ihn gebucht? Jetzt, ja. Ich glaube, das Buch. Alter, was war er muss das es denn? Erst lesen. Er muss erst mal durchlesen und dann, oh was, Kapitel 3? Schande. Und dann... Alle Türen öffnen. Er muss die Beleidigung erst lesen können. Ja, ja, er muss erstmal die Beleidigung lesen, bevor er irgendwas macht. Er hat jetzt den Traumfänger gesucht. Ich bin am Suchen. Dabei alle Türen öffnen, das ist nur eine Mission. So viele Türen sind es hier eigentlich gar nicht, oder? Ich öffne alle Türen der Hoffnung, dass ich jemanden beim Bummeln erwisch. Was ist das hier hinten? Achso, das sind die ganzen Gegenstände. Traumfänger liegt hier im Wohnzimmer. Irgendwo ist noch eine Tür. Irgendwo ist noch eine Tür. Da bin ich jetzt eben gerade so viele geöffnet. Hier ist noch eine zu. Gibt's doch nicht, der ist so schnell im Türen schließen, der Sack. Oder jetzt schon wieder eine zugemacht. Ja, nice. So, das war's, wir müssen Pentagrammen, oder? Ne, Puppe nochmal kurz. Oh, wo hat er die hingeschmissen, die Puppe? Die Voodoo-Puppe ins Haus bringen. Die liegt im Bus hinten. Achso, die habe ich ja nicht gemacht, stimmt. Und ich weiß jetzt, wo das Voodoo-Männchen war. Ja. Ja gut, dann geht's jetzt. Schnappt ihr mal die Gegenstände. Dann es geht los. Machen wir die Sau dingfest. Boah. Ihr schreit. Warte, ich nehme den Schädel und die Maske. Ich habe Rose und Traumfänger. Rose ist drin. Vorsicht, Vorsicht. Er macht hier. Ich habe Uhr und Traumfänger. Ich hab immer noch Schädel und Maske, da ist Maske. Oh, oh. Okay, ich hab nur noch Schädel. Oh, was? Du bist voll reingerannt. Boah, aber ich wär ab. Muss schon ein bisschen auf den Boden gucken. Ja, das ist direkt da vorne gespawnt. Schädel. Hä? Alter, hab ich trotzdem. Der ist direkt unter deinen Füßen gespawnt. Ich hab das auch nicht gesehen beim. Nur noch Masse. Ne, Uhr. Und gechoked bald! Alter! Lutsch meine salzigen Bällchen, Dämon! Wow, das war schon sehr präzise jetzt, also. Ich sag ja, wir sind jetzt schon richtige Schwengelbros. Ich bin Level 20. Nächste Folge können wir dann richtig geile, neue, super aggressive Hassgeister heranzüchten. Hoffentlich. Die kommen ja meistens immer auf Zufallsbasis. Ja, aber das kann man doch auswählen hier. Nur noch 3 und 4 Geister geht dann. Achso, okay. Ja. Aber gut, geht das auch Massage mit Loops im Team? Weiß ich nicht. Nee, ich glaube ja, wenn man Host ist, ist man der, der es auswählen darf. Ich glaube, ich kann es kurz gucken. Lobby, modifizieren, Uarang. Ja, mit dieser Modifikation können sie nur Geister, 2, 3 und 4 halten. Aha. Ja, das höchste Level unter den Spielern in der Lobby wird geschätzt. Ja, also ich. Uarang. Okay, okay. Können wir dann reinmachen. Geil.
sehr, sehr Gillo. Ja, ich sag ja, wenn man erstmal so ein bisschen löst und ein paar Modifikationen drin hat, dann kriegt man ganz schnell seine Erfahrungspunkte zusammen. Es dauert dann doch nicht so lange, ne? Nee. Na gut, Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss!